Im Englischen gibt es den Begriff Race to the Bottom, ein Wettlauf nach unten. Und genau vor dieser Situation stehen wir wahrscheinlich jetzt und damit allerherzlichst willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute zu erwarten ist. Dieser Wettlauf nach unten meint, wie viel Spielraum hat eine Notenbank, um ihre Geldpolitik weiter aufzuweichen und damit möglicherweise eben auch die eigene Währung nach unten zu schicken. Und wenn wir uns da mal die Amerikaner anschauen, dann haben die relativ viel Spielraum. Der Zins ist sehr hoch, zwischen 2,25 und 2,5%, die Europäer. Naja, da ist nichts mehr. Und bei den Japanern ist noch weniger nichts. Also da ist sozusagen hier die Fallhöhe schon der einzelnen Währungen beschrieben. Der Dollar könnte durch diese Zinssenkungen massiv Probleme bekommen, wenn es eben mit der Zinsschraube immer weiter nach unten geht. Die EZB sagt zwar, sie habe so unglaublich viele Instrumente im Köcher, aber die hat sie uns noch nicht zeigen wollen, sodass der eine oder andere vermutet, ja, da habt ihr vielleicht ein bisschen hoch gepokert und versucht, den Markt zu blöffen, aber faktisch habt ihr gar kein Blatt mehr auf der Hand. Und das ist eben auch bei der Bank of Japan der Fall, die gestern ja getagt hat, die ihre Geldpolitik unverändert gelassen hat. Und dementsprechend könnte der Yen sozusagen das größte Aufwertungspotenzial haben, dann der Euro das zweitgrößte und der Dollar das größte Abwertungspotenzial, um jetzt mal bei den Währungen zu bleiben. Gestern neues Allzeithoch an den Märkten, aufgrund den US-Märkten wohlgemerkt, nicht beim DAX, weil natürlich die Fed jetzt die Tür aufgemacht hat in Richtung Zinssenkungen. Schauen wir uns mal die Lage an, was die Märkte hier im Grunde einpreisen. Hier sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed jetzt Ende Juli einen 50 Basispunkte Schritt nach unten macht, also die Zinsen gleich um 0,5% senkt, praktisch zwei Schritte auf einmal tut, die liegen jetzt schon bei 36%. Dagegen 64%, dass es nur 0,25% sind, wie die Fed die Zinsen senkt. Wenn die Fed am 31.07. dann 25 Basispunkte senken würde, dann wären die Wahrscheinlichkeiten für einen zweiten 0,25% Senkschritt am 18.09. bei 92,5%. Und die Chance auf einen dritten Schritt bei knapp 56%. Der Markt preist also im Grunde drei Zinssenkungen Juli, September und Dezember ein. Hier sehen wir diese Wahrscheinlichkeiten. Das ist mehr als ein Insurance Cut, wie man im Englischen sagt, also sozusagen eine Rückversicherung, sondern die Märkte erwarten hier wirklich Tacheles. Und wenn das nicht kommt, wird es ungemütlich. Schauen wir uns mal in Sachen ungemütlich vielleicht auch die Situation an, die wir hier sehen. Das sind die Inflationserwartungen hier, diese Grafik, und das sind die Federal Funds Rate, also der Zinssatz durch die Notenbank. Und wir sehen, solange die Fed die Zinsen angehoben hat, bis Dezember gingen auch die Inflationserwartungen nach oben, aber dann krachten die ein und jetzt muss die Fed wahrscheinlich diesen Inflationserwartungen hinterher kommen. Das ist das große Problem der Notenbank. Großes Problem haben vielleicht auch die Märkte. Wir haben gestern gesehen, dass wir zwar neue Allzeithochs beim S&P 500 hatten, aber der VIX, die Wohlererwartung, über der Marke von 14,75 ist was Ungewöhnliches. Kam aber in der Vergangenheit vor, aber die Folge war meistens in nächster Zeit oder in den nächsten Tagen, nächsten Wochen eine schlechte Performance des S&P 500. Am nächsten Tag durchschnittlich minus 0,13%. Die nächste Woche minus 0,53%. Und die nächsten fünf Tage teilweise noch schlechter. Also das ist durchaus ein Signal, dass wir möglicherweise vor etwas schwierigen Zeiten stehen könnten, trotz der Allzeithochs. Wenn wir hier uns mal die Differenz zwischen dem S&P anschauen und dem Dow Jones Transport, die ist enorm. Wir haben also eine solch große Divergenz zwischen den Transportwerten und den Industriewerten. Das ist nach Dow-Theorie kein gutes Zeichen. Normalerweise müssten die Transportwerte damit folgen. Aber heute ist ein wichtiger Tag. Heute gibt es interessante Daten. Wir haben nämlich die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, Gewerbe und Dienstleistungen. Wollen wir uns gleich mal anschauen, wie die ausgefallen waren eigentlich. Das ist Gewerbe, das ist dieser Freifall, den wir hier sehen. Im Grunde seit Beginn 2018, jetzt sind wir ein paar zerquetschte noch über der 44er-Marke. Wenn es heute besser reinkommt, könnte der Euro profitieren.
dann würden diese Zinssenkungserwartungen, die an den Märkten auch in Sachen Euro der Fall sind, ein bisschen zurückgeschraubt. Hier sehen wir den Dienstleistungssektor noch robuster, aber eben auch mit kleinen ersten Schwächezeichen. Das wird also zu beachten sein. Zurück zu den Terminen. Da haben wir dann die gleiche Chance um 10 Uhr aus der EU, aus der Eurozone genauer gesagt. Dann haben wir den Market PMI aus den USA 1545, also Einkaufsmanager-Index von Market ermittelt. Dienstleistung und Gewerbe, sehr interessant. Der Juni könnte gerade in Sachen US-Daten sehr schwach sein. Die Verkäufe neuer Häuser aus den USA. Wir haben dann den EU-Gipfel und wir haben natürlich den großen Verfall. Das wird sehr, sehr wichtig. Die Erfahrung zeigt, dass normalerweise dann in der Woche nach dem großen Verfall, die im Juni meistens sehr, sehr bullisch ist, dann die Märkte durchaus negativ sind, mit einer Wahrscheinlichkeit von 87%, oder historisch gesehen war es in 87% der Fälle so, dass nach dem Juni-Verfall dann die nächste Woche negativ war. Muss aber nicht heißen, dass wir nicht dann einen Rebound erleben, das muss man dann eben sehen. Schauen wir uns die Charts an und gucken, was sie machen. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones nicht so wirklich begeistert. Wir haben negative Vorzeichen in Asien, für diejenigen, die jünger sind unter Ihnen. Negativ heißt, da ist ein Minus davor. Minus ist so ein waagerechter Strich. Haben Sie vielleicht noch nicht erlebt in Ihrem Leben. Jedenfalls kommt es aufgrund der sich zuspitzenden Lage zwischen den USA und Iran zu einer gewissen Verunsicherung. Die New York Times hatte berichtet, dass Donald Trump den Angriffsbefehl oder den Befehl für Militärschläge schon gegeben hat. Die Militärflugzeuge in der Luft waren Schiffe, in Position waren, aber noch nicht gefeuert hatten. Das sollte im Morgengrauen passieren aufgrund des Abschusses der amerikanischen Drohne. Dann aber diesen Befehl zurückgezogen habe. Das ist das, was die asiatischen Märkte ein bisschen verunsichert. Wie gesagt, wir sehen hier kleine Rücksetzer aufgrund dieser Lage der S&P 2944. Aber Gold geht wieder durch die Decke, auch aufgrund dieser Meldung. Bums, nächster Schub. 1405. Wir sehen, dass der Euro sich recht gut hält bei 1,1297. Wir sehen, dass der DAX ebenso ein bisschen genervt ist von dieser Iran-Thematik jetzt unter der 12.300er Zone, aber das Öl, das hält sich nach wie vor recht gut, auch wenn wir jetzt unter die 57er Marke gerade ditchen. Also heute großer Verfall, EU-Gipfel, der sehr wichtig ist, wie werden da die Posten verteilt? Das wird sich wahrscheinlich hinziehen. Es wird ein Hauen und Stechen geben um die Posten Kommissionspräsident, EZB-Chef etc. Jetzt ist die Frage, passiert am Verfall heute nochmal was, dass also praktisch die Bewegung sich nochmal verschärft? Oder sehen wir da den Auftakt dann für eine Korrektur in der nächsten Woche, die durchaus wahrscheinlich und normal wäre, ohne dass damit das Bullen-Setup, das aufgrund dieser Hoffnung auf die ultralaxe Geldpolitik ja installiert wurde, schon vorbei sein muss. Also schauen wir mal, wie es rausgeht. Ich wünsche jetzt erstmal einen super Freitag für Sie. Manche haben ja einen Brückentag, die Fronleichnamfeierer werden sich da wahrscheinlich einen solchen Tag genommen haben. Wie auch immer, heute Abend beim Marktgeflüster hoffentlich mehr. Bis dann, Servus und Ciao.